Nachweislich befand sich seit 1180 an der Stelle des heutigen Schlosses eine vierseitige, von Wassergräben umgebene Burg der Ritter von Eckartsau. Nach dem Erlöschen des Geschlechtes der Eckartsauer wechselten die Besitzer häufig. 1720 kaufte der böhmische Hofkanzler Graf Kinsky das Schloss und die Herrschaft Eckartsau. Er ließ den alten Wehrbau zum barocken Jagdschloss umbauen. Thronfolger Franz Ferdinand ließ dann um 1900 das stark baufällige Schloss restaurieren und den Süd- und Osttrakt neu errichten. Für Kaiser Karl I. und Zita war dann Schloss Eckartsau der letzte Aufenthaltsort vor ihrer Abreise ins Exil am 23. März 1919. Durch die Wirren des Zweiten Weltkrieges und die sowjetische Besatzung wurde das Schloss stark in Mitleidenschaft gezogen. Die ursprüngliche Burg war eine vierseitige Wasserburg. Das Rittergeschlecht der Eckartsauer, das die Burg besaß, wurde erstmals in einer Schenkungsurkunde von Ehrenfried von Rötelstein, der die Burg am Braunsberg bei Hainburg besaß, an das Stiftkloster Neuburg erwähnt. In dieser wird Heinrich des Eckesarube als Zeuge der Schenkung genannt. Die Eckartsauer waren dem Hochstift Regensburg lehnspflichtig. Das Rittergeschlecht erwarb im Laufe der Zeit rund um die Burg Marktrechte, Grundstücke sowie weitere Burgen. In der Minoritenkirche in Wien, wo damals die angesehensten des Landes begraben wurden, ließen auch die Ritter von Eckartsau eine Gruft errichten. Konrad von Eckartsau den österreichischen Herzog Albrecht V. unterstützte, bereits als 14-Jähriger die Regentschaft anzutreten, wurde er von diesem großzügig gefördert. Unter Kaiser Friedrich III. Wurden die Ritter zwar immer wieder beraubt und ihre Burg geplündert, andererseits war auch Georg von Eckartsau selbst ein Raubritter. Wilhelm von Eckartsau war der letzte männliche Eckartsauer. Seine Tochter Apollonia erbte Burg und Gut Eckartsau 1507. Ihre Söhne verkauften das Gut nach dem Tod der Mutter 1571 an Georg Freiherrn von Teufel. In den kommenden zwei Jahrhunderten wechselten die Besitzer sehr oft, bis 1720 Franz Ferdinand Graf Kinsky die Burg kaufte.
erließ sie nach Plänen von Josef Emanuel Fischer von Erlach zum Jagdschloss umbauen. (1760) kaufte Kaiser Franz I. Stephan von Lothringen, Gatte Maria Theresias von Habsburg, der Herrscherin der österreichischen Erblande, das Schloss. 1797 wurde es von beider Enkel, Kaiser Franz II., der Familienstiftung des Hauses Habsburg-Lothringen, übertragen. Nach dem Tod Maria Theresias 1780 verfiel aber das Schloss zusehends. Süd- und Ostteil wurden abgetragen. Erst Erzherzog Franz Ferdinand ließ es 1896 generalsanieren und die bereits abgerissenen Teile wieder aufbauen. Auch der Schlosspark wurde damals neu gestaltet. 1912 ließ der Thronfolger aus dem ehemaligen Gartenpalast Harrach in Wien-Landstraße die prachtvolle Treppenanlage aus dem weißen, harten Kaisersteinbrucher Stein entfernen und die Teile nach Schloss Eckartsau bringen. Bedeutung erlangte das Schloss nochmals, als Kaiser Karl I. und Kaiserin Zita mit ihren Kindern, darunter der 6-jährige Otto, am Tag des Regierungsverzichts in Österreich aus dem staatseigenen Schloss Schönbrunn in habsburgischem Privatbesitz übersiedelten und von der Nacht 11.12. November 1918 an in Eckartsau wohnten. Hier übergab Karl am 13. November 1918 an eine ungarische Politikerdelegation, die viel Überredungskunst aufzubringen hatte, letztlich seinen schriftlichen Verzicht auf die Regierungsausübung in Ungarn, dankte aber auch dort, wie in Österreich, nicht formell ab. Als der Gang ins Exil wegen der Weigerung abzudanken unausweichlich wurde, bestellte der britische Oberst Edward Strutt den K&K-Hofzug der Staatsbahnen nach Kopfstetten, der nächstgelegenen Bahnstation. Von dort reisten Karl und seine Familie am 23. März 1919 in die Schweiz ab.
Der Familienfonds der Habsburger wurde mit dem Habsburger Gesetz wenige Tage später entschädigungslos in Staatsbesitz übernommen. Damit kam das Schloss, das heute mitten im Nationalpark Donauauen liegt, 1919 ins Eigentum der Republik Österreich, verwaltet von den österreichischen Bundesforsten. Musik.